Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Der Kanal Simplicissimus hat schon vor einiger Zeit ein Video herausgebracht, warum der Religionsunterricht an deutschen Schulen reformiert werden sollte. Und im ersten Teil dieses Videos gehen sie ein auf die Hölle, und darum soll es mir heute gehen. Und sie behaupten, dass unser Bild der Hölle doch einfach geprägt sei von Dante Alighieri, von einem italienischen katholischen Künstler, und das doch gar nichts mit der Bibel zu tun habe und. Sie verbreiten im Grunde genommen sehr viele typische Lügen über die Hölle, und deshalb möchte ich ein Antwortvideo machen auf dieses Video und dir zeigen, was die Bibel wirklich über die Hölle sagt. Kunst, Musik und Spiele, und es hat auch unser Weltbild bis heute geprägt, nämlich unser Bild der Hölle. Wusstet ihr, dass in der Bibel gar kein klares Bild der Hölle gezeichnet wird und dass die 7 Todsünden auch keine verschiedenen zugehörigen Strafen haben? Also, zu Beginn sagen sie hier gleich, dass unser Bild der Hölle geprägt sei von der göttlichen Komödie, von einem Werk von Dante Alighieri. Und dass die Bibel doch gar kein klares Bild der Hölle zeichnet, nur das werde ich dir gleich widerlegen, weil die Bibel ein sehr klares, ein sehr drastisches, erschreckendes Bild von der Hölle zeichnet. Aber an jeder Lüge ist natürlich ein Funke Wahrheit dran, denn diese 7 Todsünden, die sind einfach eine katholische Erfindung, die gibt es nicht in der Bibel, nirgendwo. Ist kein Wunder, denn Dante Alighieri war eben Katholik, also er hat sich auf diese 7 Todsünden berufen, die es aber überhaupt gar nicht gibt in der Bibel. Aber lass uns weiterschauen. Dass es auch keine brennenden Sündiger in der Hölle gibt, kein Sinn von Tiefe, also kein Abstieg. Also es gäbe angeblich keine brennenden Sünder in der Hölle. Nun, da sagt die Bibel was komplett anderes. Ich meine, wer wird in die Hölle kommen? Ungläubige Sünder. Sünder, die nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Es gibt sehr wohl brennende Sünder in der Hölle. Und zwar sagt die Bibel in Lukas Kapitel 16, Abvers 23, als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinen Schoß. Also wir erfahren gleich in Lukas Kapitel 16, Vers 23, dass die Hölle Qual ist. Was ist die Hölle? Qual, eindeutig. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also so viel zum Thema, es gäbe keine brennenden Sünder in der Hölle. Doch jemand, der zur Hölle fährt, wird brennen in der Hölle bis in alle Ewigkeit. Und die Bibel ist so drastisch, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also er leidet Pein, er leidet Schmerzen im Feuer, in der Hölle. Die Bibel ist eindeutig über die Hölle. Das ist ein sehr klares Bild, das die Bibel zeichnet über die Hölle. Das heißt dann weiter in Vers 27, da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Also zum einen sagt uns die Bibel, ich leide Pein in dieser Flamme, dann sagt uns die Bibel, dass die Hölle ein Ort der Qual ist. Das ist so eindeutig. Ja, ein Sünder, der zur Hölle fährt, wird in der Hölle brennen bis in alle Ewigkeit, wird in der Hölle gequält werden, ist ein Ort der Qual, es ist ein Feuer, es ist ewig, eindeutig. Aber die Bibel sagt auch in Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 bis 11, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also wieder, Sünder, die in der Hölle sind, werden gepeinigt werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Allein schon aus Vers 11 lernen wir so viele Fakten über die Hölle. Zum einen, dass die Hölle ewig ist. Sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Das heißt, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist außerdem der Rauch ihrer Qual. Das heißt, es ist nicht einfach der Rauch des Feuers, das ewig brennt, sondern es ist der Rauch ihrer Qual. Warum? Weil eben Sünder, die in der Hölle sind, auf ewig gequält werden in der Hölle. So viel zum Thema, es gebe keine brennenden Sünder in der Hölle. Das alles kommt von Dante. In der Bibel ist die Hölle oftmals nur ein Zustand und ab und an ein See aus Feuer, wird aber gar nicht genauer beschrieben. Also die Hölle sei in der Bibel einfach nur ein Zustand, kein richtiger Ort. Wieder, da spricht die Bibel eine komplett andere Sprache, denn wir lesen in Jona Kapitel 2,
Da heißt es ab Vers 2, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Und das ist eine Prophezeiung, die sich auf Jesus Christus bezieht, weil Jesus dann im Neuen Testament sagt, das ist Matthäus Kapitel 12, Vers 39, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona, was ich euch zitiert habe. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus hat gesagt eben, dass sich das Zeichen des Propheten Jona auf ihn bezieht, dass er im Herzen der Erde sein würde, gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Wals war. Und was lesen wir hier in Jona Kapitel 2 in Vers 3? Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Und im Neuen Testament erfahren wir eben von Jesus, dass er im Herzen der Erde sein würde. Also wo befindet sich die Hölle? Im Herzen der Erde, im Mittelpunkt der Erde. Und rate mal, was im Mittelpunkt der Erde ist, im Erdkern, Feuer und Schwefel. Das ist also keine neue Entdeckung, dass der Erdkern mit Feuer und Schwefel gefüllt ist, sondern das hat die Bibel schon vor tausenden von Jahren gesagt. Das ist nichts Neues. Also die Hölle ist nicht einfach nur ein Zustand, sondern die Hölle ist ein Ort. Und momentan, der momentane Ort der Hölle, denn es gibt auch einen zweiten Ort der Hölle, aber der momentane Ort der Hölle ist im Innern der Erde, im Herzen der Erde, sagt Jesus. Das heißt, im Mittelpunkt der Erde, da ist die Hölle. Das ist nicht einfach nur ein Zustand. Außerdem erfahren wir aus 4. Mose Kapitel 16, Vers 31, da heißt es über Korah und seine Rotte, die sich aufgelehnt haben gegen Moses und somit gegen den Herrn rebelliert haben. Da heißt es, und als er diese Worte hatte, alle ausgeredet, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Korah waren und mit all ihrer Habe und sie fuhren hinunter lebendig in die Hölle mit allem, was sie hatten und die Erde deckte sie zu und kam um aus der Gemeinde. Und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei, denn sie sprachen, dass uns die Erde nicht auch verschlinge. Also, sie fuhren hinunter lebendig in die Hölle mit allem, was sie hatten. Gott hat hier eine sehr drastische Warnung gegeben. Er hat buchstäblich die Erde geöffnet, sodass Korah und seine Rotte in die Hölle lebendig hinabfuhr. Also wo ist die Hölle? Ist die Hölle einfach nur ein Zustand? Nein, sondern wo ist die Hölle? Im Innern der Erde. Sie fuhren lebendig zur Hölle hinab, sagt die Bibel. Immer wieder spricht die Bibel davon, dass jemand zur Hölle hinabfährt, hinabgeworfen wird und so weiter. Die Bibel ist eindeutig, auch 2. Petrus Kapitel 2, Vers 4 im Neuen Testament, da heißt es über die Engel, die sündigten, dass sie in die Hölle hinabgeworfen wurden. Also immer wieder, es geht hinab, 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 im Herzen der Erde. Die Erde tat sich auf, sie fuhren lebendig zur Hölle hinunter. Die Bibel ist eindeutig darüber, wo sich die Hölle momentan befindet, im Innern der Erde. Und ist oftmals mehr die Abwesenheit von Gott und ewige Dunkelheit mit knirschenden Zähnen. All das. Und das ist so eine typische Lüge, die auch von sogenannten Christen heutzutage wiederholt wird. Und eine Lüge, die sich außerdem im katholischen Katechismus findet übrigens. Kein Witz, ich habe den katholischen Katechismus gelesen, da heißt es sinngemäß zusammengefasst, dass die schlimmste Qual der Hölle die Abwesenheit von Gott sei. Nun, das ist lustig, denn wir haben aus der Bibel hier gelesen, dass sie mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass sie keine Ruhe haben werden Tag und Nacht. Male dir das aus, wie es ist, keine Ruhe zu haben Tag und Nacht. Keine Ruhe zu haben, Tag und Nacht. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Auf ewig zu brennen, bei lebendigem Leib, auf ewig gequält zu werden im Feuer. Aber was ist das Schlimmste an der Hölle? Nur das ist die Abwesenheit von Gott. Was für ein Schwachsinn. Was für eine dümmliche Aussage. Das kommt nicht aus der Bibel. Diese Behauptung, dass die Hölle einfach nur Abwesenheit von Gott ist, Larifari, könnte nicht weiter entfernt sein von der Wahrheit. Das ist unfassbar, denn die Bibel sagt das buchstäbliche Gegenteil in Psalm 139, Vers 7 bis 8, wo es heißt, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Logisch, Gott ist im Himmel anwesend. Aber jetzt kommt's, bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Also auch wenn ich zur Hölle hinabführe, Gott ist auch da. Denn rate mal was die Bibel dann auch im Neuen Testament sagt, dass sie mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und wer ist das Lamm in der Offenbarung? Jesus Christus selbst. Das heißt, sie werden vor Gott selbst, in Gottes Gegenwart, vor Gottes Angesicht gepeinigt bis in alle Ewigkeit. Das ist die Hölle. Und die Menschen, die zur Hölle fahren, sie bekommen im Grunde genommen
ihren Wunsch, mehr oder weniger. Sie bekommt tatsächlich ihren Wunsch. Denn wenn wir Seelen gewinnen gehen und die Leute fragen, wenn du heute sterben würdest, bist du dir zu 100% sicher, ob du in den Himmel kommst, dann gibt es einige, die sagen, ja, ich würde in den Himmel kommen. Warum? Weil ich ein guter Mensch bin, ich bin nett. Es gibt sogar einige Leute, die sagen, ich habe noch nie gesündigt. Gibt's wirklich, habe ich schon mehrmals erlebt. Und sie bekommen damit ihren Wunsch. Warum? Weil sie selbstgerecht sind. Weil sie glauben, gut genug sein zu können, dass sie ein gerechtes Leben führen, dass sie gute Menschen sind, dass sie durch ihre eigenen guten Taten im Grunde genommen gerecht sind und deswegen in den Himmel kommen, auch wenn sie gar nicht unbedingt an Jesus glauben. Und sie bekommen damit ihren Wunsch, denn die Bibel sagt dann in der Offenbarung, dass die Toten, und mit den Toten sind Ungläubige gemeint, dass sie nach ihren Werken gerichtet werden. Sie werden nach ihren Werken gerichtet. So wie sie das wollten. Sie dachten, ich bin gerecht, ich bin ein guter Mensch. Sie werden nach ihren Werken gerichtet. Es wird dazu führen, dass sie zu 100% in den Feuersee geworfen werden. Also das ist so eine schwachsinnige Behauptung, dass die Hölle irgendwie Abwesenheit von Gott sei, wo die Hölle so drastisch beschrieben wird. Jesus Christus selbst sagt immer wieder über die Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und er wiederholt das. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also sie brennen in der Hölle, sie sind wie ein Wurm. Und die Bibel sagt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Aber was ist das Schlimmste an der Hölle? Das ist die Abwesenheit von Gott. Was für ein Quatsch. Lässt sich nachlesen im katholischen Katechismus, wie gesagt. Also die falschen Behauptungen in diesem Video sind keine neuen Behauptungen. Die gab es schon vor hunderten von Jahren. Das ist alles nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt die Bibel. Lässt sich auch schon nachlesen im katholischen Katechismus. Und auch diese Behauptung, dass die Hölle kein richtiger Ort sei. Auch Quatsch, wir haben nachgelesen, dass sie lebendig zur Hölle hinabfuhren, dass die Hölle im Herzen der Erde ist. Und das ist der momentane Ort der Hölle. Dann gibt es einen zukünftigen Ort der Hölle. Denn nach dem tausendjährigen Reich wird es eine Auferstehung aller Menschen geben, auch der Ungläubigen. Die Bibel spricht von der Auferstehung zur Verdammnis. Alle werden auferweckt werden und dann werden eben die Toten, das heißt die Ungläubigen, nach ihren Werken gerichtet. Und sie werden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Ort der Hölle. Und der Feuersee befindet sich in der äußersten Finsternis. Davon spricht die Bibel. Beides wird als Hölle bezeichnet. Aber es sind zwei verschiedene Orte. Der momentane Ort der Hölle ist im Herzen der Erde. Dann gibt es die Auferstehung zur Verdammnis. Sie werden gerichtet nach ihren Werken. Dann sagt die Bibel, dass der Tod und die Hölle in den Feuersee geworfen werden. Das ist der zweite Tod. Der erste Tod ist also die momentane Hölle, der momentane Ort der Hölle. Der zweite Tod ist dann der zukünftige Ort der Hölle in der äußersten Finsternis, im Feuersee, wo dann Menschen eben mit ihrem Leib im Feuer brennen werden. Und ich habe dir gezeigt aus der Bibel, was die Hölle ist. Die Hölle ist ein Ort der Qual. Ich leide Pein in dieser Flamme. Stell es dir vor, bei lebendigem Leib zu brennen, bis in alle Ewigkeit, keine Ruhe zu haben, Tag und Nacht. Und die Bibel ist eindeutig, dass jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, zur Hölle fahren wird. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Also ich habe dir aus der Bibel gezeigt, was die Bibel wirklich über die Hölle zu sagen hat. Eindeutige Verse, die du alle nachlesen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen.